Alter! Kommt, Leute. Ich geh auch snipen. Wollen wir die holen oder wie? Digga! Geschah. Ihr rennt alle los. Die da hinten schießen. Im grünen Haus. Und ich hab die Akku. Das ist krank. Und somit ein herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu DayZ Frostline. Wir waren heute wieder mit der Crew unterwegs und haben ein bisschen, nun ja, auf der Karte rumgelungert und haben uns die ein oder andere Basis mal angeschaut. Und ich kann euch versprechen, das wird ein bisschen explosiv. Ob uns das alles gelingt, was wir in der Folge vorhaben, erfahrt natürlich jetzt im Video. Natürlich würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, das würde den Kanal sehr unterstützen. Wer nichts mehr verpassen möchte zu DayZ und Co., gerne auch kostenlos rein abonnieren. Jetzt viel Spaß im Video, let's go! Ich war noch bei Outdoor-Shots. Ja, ja. Bist du im Double Green? Ja, ich schon. Okay. Oh fuck, ist ein Base, glaube ich. Alter, hier ist eine Blaze. Ich hab eine Blaze. Ah, hast du eine Blaze, okay. Warte, ich muss mal eben vorrichten. Hier, ich geb dir das. Da. Bist du da? Nee. Oh, geil, danke. Gerne. Das Blatt Papier würde ich aufbauen, fürs Feuerchen machen irgendwann. Ja, sicher, mach mal. Machen wir so, ne? Mach dies mal, ne? Was machen wir jetzt? Ja, gute Frage. Ey, da war sogar ein Schuss drin. Also hier. Hier, ist irgendwo einer im Wald gewesen noch, eigentlich. Ja. Einer hat mich halt in der Stadt auch angeschossen, der war direkt neben mir. Das haben wir uns natürlich alles nicht mehr gefallen lassen. Wir haben ein bisschen Munition gesammelt, haben uns alle zusammen getroffen und sind dann wieder zurück zu diesem Dorf gegangen, um diese Base endlich zu raiden, um uns zu rächen quasi. Und ob uns das alles gelingt und der Angriff ein Erfolg wird, erfahrt ihr jetzt. Jetzt sind wir alle mal beisammen, Tini. Jetzt sind wir auf dem Weg, eine Base zu raiden. Und jetzt willst du offline gehen, oder wie? Ja, hat ja jetzt nur 3 Stunden gedauert. Ja, das ist halt Frostline Standard und das dauert halt alles eine Zeit, ne? Wo bist du, Johnny? Das ist das crazy. Also, bei den Bäumen. Bei den Umgefallenen. Ich bin genau zwischen euch, Jungs. Let's go! Toll. So, das ist die besagte Base hier, Hexenhaus? Ja. Es laggt aber. Es laggt ein bisschen, die haben viel Loot wahrscheinlich. Sehr gut, Alter. Sehr gut. Die hatten hier... Oh ja. 4-stelliges Schloss. Hier, also du meinst, du hast wirklich genug Stuff, um die ganze Base hier auseinanderzunehmen? Ja, die kriegen wir auf. Wenn sie oben gebaut haben, maybe guckt der Balken dann raus, dann kann man die von hinten aufschießen, maybe. Deck mal 2 Granaten auf dem Boden. Also hinten dran ist auf jeden Fall noch ein Tor, sehe ich. Ja, das schaffen wir schon. Deswegen würde ich hier unten erstmal mit Granaten anfangen, weil drinnen können wir die scheiß Granaten nicht nehmen. Ja, dann hier draußen würde ich aber mit dem Granatwerfer erstmal draufschießen, weil drin ist es nicht möglich. Okay, lass mich hier weg. Ich hab Angst. Ich geh auch weg. Nehme ich meine Granaten erst wieder auf hier vorne. Wenn du mit einem Granatenwerfer. Soll ich meine auch schon alle hinlegen oder wollen wir die hinterher machen? Braucht man denn eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Fang mal erstmal an. Ich kann auch meine so zünden dann. Warte mal, muss gucken, wie weit muss ich denn weg davon? Pff, Sonny, es ist. Weißt du noch, wo kam sie, durch 5 Tore gestorben ist? Ja. Ja, umso mehr Nades da liegen, umso heftiger wird's halt. Also ich hab noch keine Nades vorne liegen. Soll ich mir hinlegen? Also dann schmeiß rein, so, ne? Leg mal 2 vorne hin. Oh mein Gott, Alter. Okay, jetzt alle weg vom Haus, ne? Ja, ich guck von der Seite so zu, was da gerade passiert. Oh, das hat schon hart. Das ist schon laut. Ja, sehr laut. Geh nochmal ran, Achtung. Ist gelb oder wie? Nee, glaube ich nicht. Nee, nicht schnell. Nach einem Schuss. So schnell. Da waren 3 Nades davor. 2 Nades waren davor. Ich sehe keine Anzeige. Ah. Soll ich mal gucken? Ja, geh doch mal gucken. Ich sehe auch keine Anzeige. Ja, das war einfach. Ist die überhaupt Vanilla Raiding? Ja. Soviel ich weiß, ist hier Vanilla Raiding. Die haben kein C4 oder so, du musst hier Vanilla Raiden. Ja, ja, klar. Ja, okay, also nochmal. Der Server ist ja ohne eine Mods. Nate, ne? Also eine keine. Der Server hat keine Mods, das ist Vanilla Raiding, anders geht's ja gar nicht. Ja, stimmt auch, ja. So, ich schieß nochmal drauf, Jungs, okay? Ja, mach. Ihr hättet nur, dass ihr da Bescheid weiß nicht. Ja, dahin, ja. Ne? 2-1. Oh, verdammt, blinkender Apfel, ey. Ich brauch Essen, ey. Ja, schnell, müssen es weg. Jo! In der Küche unten ist jetzt schon. Ja, hier. Gucke, hier ist noch eine Tür. Die haben den High Loot eingebaut hier. Ah. Meinst du, es ist nicht oben? Oben ist nichts. Oben ist nichts? Oben ist gar nichts. Oh, for real? Okay, crazy. Nee. Gut, dann nächste Tür sprengen. Ich bin draußen. Okay, klar, Moment. Yes. Ich werd so sterben. Nein, das schaffst du. Um die Ecken rausspringen. Wenn du dann genau auf der Ecke liegst.
Boah, das knallt so geil rein. Hast du gut. Und? Alter, 5 Granaten, das waren jetzt 5. Meine Fresse, kann doch nicht sein. Jetzt reicht die LAS kaputt, ne? Ach nee, scheiß. Hier ist alles kaputt direkt. Ja, ja. Alles kaputt. Das hört einfach jeder auf der Map, Alter. Ja. Ja. Ja, ah. Ja, ist klar, ey. Okay, okay, okay. Okay, okay. Was ist denn, was ist denn? Komm mal her hier. Ja, komm, nee, komm einfach her. Hä, wo denn? Ja, da drinnen, ne? Komm mal hinter. Guck dir mal die ganzen Kisten an, Alter. Ach so, das meinst Rucksack, du? Ich dachte, ey, ihr könnt schon reingucken. Nee, ich hab mir aber schon mal den großen Rucksack genommen. Ja, den hab ich auch schon. Okay, crazy. Jetzt müssen wir hier irgendwie 365... Nee, nur für eine ganze Dorf. Also jetzt müssen wir nur noch einen Bruchteil... Nur noch hier, den Frame, ne? Warte mal, war hier Beil? Hier war nirgends Beil, ne? Okay, dann schießen wir gemeinsam drauf, oder wie? Hier untere Frames drauf schießen. Okay, let's go. Geil, Jungs, endlich mal wieder ein Base Raid, Alter. Ja. Das und das auf Frostline, Junge. Let's fucking go! Alter, wie viel Loot da ist, ne? Ja. Ist das krank. Wir könnten übernehmen die Base, oder? Ja. Theoretisch meine ich. Konntet ihr das hier eigentlich erlegen? Alter. Ja. Ich hab natürlich. Bringt ihr ein bisschen was vorbei? Was ab? Okay, okay. Alles klar. Muss echt gleich ein Feuer machen nach dem Raid. Mach mal stumpf hier drinne. Ja, ist echt so. Ey, die sind so sauer, die waren vorhin gerade hier online, ne? Ja. Und da haben die ganze Zeit hier drin gecampt. Oh mein Gott. Jawohl. Fertig. Bevor ihr grabt, lass einfach nur schauen. Oh mein Gott! Ich wurde natürlich rausgeschoben direkt. Ist das gestört? Toll. Jungs, das ist krank. Ach du Scheiße. Alter Schwede. Nee, das ist krank. Oh, Alter. Was? Das ist Alter gestört, Jungs. What the fuck? Das ist absolut krank. Ja, aber was richtig da ist krank, ey. 2 Bunkerkarten. Also... Punchcards. Da, also das... Alter Belly, ey. Also, Alter, wir können damit noch eine Base Raiden, wenn wir eine finden. Ja, da können wir richtig Kasala mitmachen, ja. Ach du Scheiße. Meine Fresse, ey. Also ich würde die Tundra einfach nehmen, ich bin... Alter. Hier wäre die Swall, ne? Du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst, ey. Granatlaunch nehme ich mal mit. Ah, den wollte ich gerade. Oh, sorry. Gibt's noch einen zweiten? Alles gut. Ich hab noch einen dabei. Bunkerkarte noch einer? Die ganzen Toxic-Dinger, ne? Ey, das ist so krank, Jungs. Hier ist auch noch ein... Hier am Anfang direkt ist auch noch ein Grenade-Launcher. Jungs, ich komm rein, ne? Ja. Komm rein. Alter, ich krieg meinen Mund gerade nicht mehr zu, ich sag dir gleich. Eine frische... Oh, die Scope nehme ich auch mit. Das ist ja noch ein Granatlauncher. Ja, dann nimm du den noch mit, oder? Nummer 2. Oh. Was ist? Filterflaschen. Ist die unten? Ja, stimmt. Nehme ich auch eine mit. Wo sind Filterflaschen? Unten sind noch... Was? Was? noch eine M4-1. Ich als AKM oder spiele ich M4? Ich weiß gar nicht. Bleib, glaube ich, mit meiner Main-Weapon. Irgendwie eine Plattenweste oder so liegt da nicht. Scheiß auf die Moosen jetzt, ey. Ey, das ist gestört, Jungs, wirklich. Das ist noch ein Granatlauncher. Das ist wirklich krank. Hast du schon Essen drin? SVD? Ich hab Essen dabei, Jungs. Fix auf dem Boden, ne? Ah ja, bitte. Ich hab's noch eine Tundra, noch eine Tundra. Ich mach Feuer für uns. Oh, danke, danke. S-Wald, Tundra. Also, Jungs, das war für so ein wenig Aufwand eine kranke Ausbeute. Die haben ja richtig dicke Grind auf dem Server. Aber so richtige. So richtig. Oh, hier ist ein Fässer. Hier ist noch ein Granatlauncher, Jungs. Vielleicht sollen wir alle einen haben, irgendwie.
Vielleicht sollten wir alle einen haben. Geil. Ja, oder nicht? Für Sicherheit oder was? Ja, ja, ja. Ist wohl. Ist mit VSD. Das ist keiner von uns. Soll ich die Tür aufmachen da und dann können wir rausaimen oder wie machen wir's? Ich mach auf, ich stehe davor. Das ist eine Warte mal, nee, da ist genau einer vor der Tür. Wir müssen uns aufteilen jetzt. Raus, soll ich gleich. Seid ihr soweit? Dann mache ich auf. Ja, mach mal auf. Okay, die Frage ist, haben die Nades? Sehen die uns direkt oder? Boah. Sagt, wann ihr soweit seid. Für was eigentlich? Nächste Tür auf. Okay, ich gehe nach oben. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute. Oh mein Gott. Ja, dann lass. Ich wollte eigentlich auch nach oben snipen. Ja, snipe erstmal, ich bewache die Tür mit wem hier? Ich bin das neben dir. Okay. Ich bin links von euch. Problem ist, ich hab gelbes Leben, so, ne? Ich hab Minen, ne? Wir könnten die auch abfacken. Was sind das für Türen immer? Ja, die Base hier. Ah, okay. Die hat blockiert. Minen hätten wir auch noch, gell? Zwei Stück habe ich in der Tasche. Das Problem ist, wenn einer von draußen die Tür aufmacht und reinnimmt, bin ich tot. Was genau machst du jetzt? Jetzt ist alles da. Raus rein, ums Haus gucken. Okay, also warte, ich hab die Tür. Ich bin ready. 3, 2, 1. Ich könnte da gerade alles aufheben. Alter, aktiver Junge. Du bist nicht ganz sauber, oder? Warte. Du, entweder mal stirbt oder mal überlebt. Oh, ich Gottes Willen, da aimt ja schon einer auf mich. Und, hast du irgendwas gesehen ums Haus? Bis jetzt noch nicht. Ah, die waren safe neben uns, haben gerade Wölfe gekillt oder sowas. Nö, hier liegt eine Leiche. Hä? Mit einer Schrotflinte. Hä? Mit einer Filterflasche. Nee, das ist keiner von uns. Base suchen, oder? Ja, dann suchen wir eine nächste Base. Mach die nächste vielleicht auf, oder? Ansonsten sterben halt irgendwie, gell? Also, man weiß ja nicht, wir haben selber halt keine Base, so. Ah, ist da doch einer? Dann müssen wir raus. Der ist raus, der kommt, ne, der ist gerade angekommen. Der ist? Ja. Wenn ihr rauskommt, link. Tot. Ja. Wir haben es gehört, leider. Der wird wahrscheinlich jetzt meine Leiche looten gehen, weil der weiß nichts von euch. Wo warst du ungefähr? Gegenüber auf dem braunen Haus, auf dem Vordach. Er schießt. Geh mal dir vorbei, Lutz. Ja, der hat wahrscheinlich die Zombies jetzt am Arsch, deswegen schießt er. Ja, hat er gerade. Welche, wenn du jetzt aus dem Hexenhaus rausgehst? Mhm. Ich bin ja gar nicht weit weg. Oh, ich glaube, der ist direkt links, ne? Ja. Der kommt ja gleich rein, passt mal auf. Verhaltet euch mal ruhig. Ja, er kommt. Ich glaube, er geht jetzt looten. Darf geht wechseln? Wir wollten gerade gehen, ne? Ey, aber ich bin die ganze Zeit von links nach rechts am Rufen. Ein Schuss direkt. Helm, bleib mir. Ist an, kein Schuss? Noch einer! Oh nein! Ah, ich bin aber auch tot. Hat er dich? Haben uns getradet, ja. Safe getradet? Ja, ich war. Wer ist denn noch unten? Wer ist denn noch unten? Wer ist noch mit mir hier? Ich bin unten ganz. Du bist noch mit da? Drinnen, ja, drinnen. Okay. Tür ist offen, sperrbar. Links. Tür raus, links. Da liegt der. Der zweite. Was sind das für Buschgeräusche? Ich bin gerade gekrabbelt kurz. Ich habe leider einen erschossen von euch, weil er in meinen Schussbahn ist. Ich glaube, es war Donny, oder? Ja, das war Donny. Na, es tut mir leid, Bro. Ja, tut's nicht. Doch, wirklich. Ich schieße. Okay, wer ist noch alles am Leben? Ich. Keiner. Was, nur wir beide? Ja. Naja. Oh. Ja, wir müssen das irgendwie entschärfen, ne? Ja, aber das wie? Ist dir hoffentlich klar. Also Zombies kommen nur hier rein, Cox. Ich nehme mal an, es sind alle tot. Ja, ich habe ja gesehen, wie ihr euch getradet habt. Lass mal gucken, ey. Den einen habe ich gekillt da. Dann ist Donny leider in die Schussbahn von mir. Ja, ich sehe den draußen liegenden Typen, ja. Es sind zwei vor der Tür. Zwei full equipped Gillies, Alter. Ja, wenn ihr 5 Minuten wartet. Sehen. Ja. Ihr beide, ich ich bin mal hart raus. Am Laufen, also. Scheint safe zu sein, Cox, ihr lebt noch erst draußen. Ja. Wir müssen uns beeilen, ist auch gleich Sir Restart, oder? Ja, wir müssen hier ausziehen. Alle Leichen ausziehen, ja, bitte. Ach, danke. Du heilige Scheiße. Kümmern wir uns. Komm rein. Ja. Wir machen alles rein hier, ne? Alles eben rein. Cox, das ist so risky, was wir machen, das ist ja klar. Ja, aber
Ja, aber wir müssen das eben machen. Ja, ist trotzdem risky, ne? Ich muss nur sagen. Wir müssen auch eben schnell alles ausräumen, wenn wir drin sind. Oh scheiße, jetzt hab ich die Maske nur mitgenommen. Oh mein Gott, ist das krank. Ja, ist es auch. Die haben viel Essen dabei? Ja, hatte ich auch gesehen. Auch Ella, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vulkananzug, der ist eh kaputt. Der hat eine Tundra dabei, da muss ich auch immer schon reinschmeißen hier. Alter, das ist ein Wehrwahr hier. Cox, was geht hier ab gerade? Ja. Ach, Donny, sorry, was ne? Was geht ab, ey? Bist du es böse? Oh, ich bin's gewohnt, alles gut. Ich hab das erste Mal gekillt in diesen 1000 Jahren, wo wir zusammenspielen. Na gut, irgendwie musste man ja Rust revanchieren, ne? Ey, ja, ist echt. Den Verkauf. Eigentlich kann man jetzt sagen, quit, ne? Ja. Das ist ein außerordentlicher guter Call. Hast du alles? Ja. Bei dem Typen? Ja. Jense noch ausziehen? Alles noch ganz bei Jense, darum kann man es auf den Boden lassen eigentlich, ne? Ja. Ah, das war ja vom Gegner die Weste, ne? Die zieh ich mal an. Ja, ich bin auch gerade Gegnerweste hier am Anziehen. Okay, ich habe alles gedroppt eigentlich. War das gerade Zombie-Armor? Kann man mal eben was essen hier, ey. Ich glaube, wir sind safe. Obwohl, rotes ja. Armband. Das war von Jense. Alter, wie viel Stuff da auf der Erde liegt, ey. Das ist gestört, was hier gerade rumliegt. Ja. Jede Menge gerade. Wir sind im Paradies heute. Es ist echt krass heute, ne? Und alles hat angefangen mit diesem kleinen Base-Raid hier. Kannst du mal die Tür aufmachen kurz? Ich bin der Typi, ich hab dieses komische rote Cappy an. Der hat einen Cowboy-Hut auf. Ja, okay, jetzt kannst du aufmachen. 3, 2, 1. Der läuft zweck dahin. Wir kommen. Hat der eine Waffe? Ja, Messer, der will messen. Der mach will mich messen. Da kann ich die aktive Leiche abnehmen. Ja. Okay. Ich komm, der Spammy folgt mir, der will mich messern. Der weiß nichts von euch. Ach, really? Ich lock ihn jetzt einfach hier, ja. Sag Bescheid, wenn du reinkommst, ja? Ist jemand von euch draußen? Nein, wir sind beide drin im Haus. Ja. Ja, ja, komm rein. Bin jetzt geht fast da. Leiche looten, deswegen. Kann ich schlecht gerade. Ja, es geht. Weil er ist close. Ja, aber wie heißt das, wenn du auf dem Dach kletterst, kann Luzi den direkt weg aimen da. Theoretisch schon, ja. Ja, und ist gleich restart. Deswegen, wer bist ist du Rotkäppchen? Bist du Rotkäppchen? Ich bin Rotkäppchen. Scheiße. Es laggt. Wo ist der? Er ist weg. Im braunen Haus. Geht der? Ja. Das Rotkäppchen ist aktive, nicht schießen. Ja, alles gut. Boah, du musst aber auch aufpassen, Cox, nicht, dass ich jetzt auch noch. Alter, ja, aktive rastet aus! Woo! Ist das geil, was ich hier sehe! Komm, nimm dir erstmal dein Zeug. Ist das geil! 3 Minuten Restart, aktive. Ich geh raus. Ah, liegt. Nice. Ich komm wieder rein, Coxy. Loot schnell dein Stuff, bevor Restart ist, ne? Ja, ich muss mich erstmal verbinden. Ich hab 2 Cuts. Das war einer von den beiden Dudes. Ja, die wollen ja Loot wahrscheinlich zurück, aber wir haben alles hier drin. Ja. Ich bin auch schon kurz vor der Stadt. Ich schaff's nicht mehr vom Restart ins Haus, aber. Ganz schnell doppelklicken. Das ist ja kein Thema. Alles schnell mitnehmen, das Wichtigste. Nee, fast alles ruiniert. Ich muss jetzt alles hier droppen. Scheiße. Alter, das ist so krank, was hier gerade abgeht. Ich finde das so geil gerade. Oh ja. Ich hab das so vermisst mit diesem Raiden. Alter, Restart. Ja. Kommen Sie rein, machen Sie zu. Rechts auf der Treppe ist dein Stuff. Jawohl. Leider ein bisschen gemischt mit dem Gegner, aber ist nicht schlimm, oder? Ja. Wenn der Rucksack dabei ist, wäre geil. Ich glaube, bei dir war alles noch ganz, so wie ich noch weiß. Bei mir? Ja. Ja, sieht so aus. Ich bin also, komplett noch. Falls einer von euch gleich reinkommt, bitte callen, ja? Ich schieß alles kaputt, was hier die Tür aufmacht. Dann los, Mann, wir verpissen uns hier. Wir verziehen uns hier! Aus der Base. Ne? Ja, kannst du mitnehmen? Ja. Donny, wenn die kaputt ist, wie lange hält sowas noch? Ist demoliert? Alter, Donny, du bist so ein Rolli geworden, bitte. Aus. Let's go. Ich renn einfach. Oh mein Gott. Bitte töte mich nicht. Ich lauf geradeaus. Alter. Wo wollen die? Ach, ich lauf dir hinterher. Ich höre nicht zu. Ja. Weißt du? Ja. Da hinten. In der kleinen. Oder?
Ja, da noch so ein komischer Anhang hinter mir. Ja, ich hab das schon gesehen. Okay, ja. Wer ist das hier neben mir? Ich bin's. Okay, perfekt. Der rennt jetzt weg, der Anhang. Boah, bin ich aber erschrocken, Daisy, ey. Nein. Fulgili. Nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich bin natürlich One-Shot unconscious wie immer. Ich habe einen scheiß Zombie. Wo ist er? Set. Oh, meine Herren. Ich glaube, er ist nur unconscious. Er ist nur unconscious. Nice. Ja, jetzt ist er dead. Alter. Ich blute hart. Ja, verbind dich. Ey, ich wach auf und ihr macht da Zickzack. Was war da los? Ey, keine Ahnung, was da war. Der ist auch übelst geportet, ne? Ist das geil, Alter. Ich kam da gar nicht drauf klar, ey. So, jetzt nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Und ja, Alter. Coxy, mach's gut. Bis bald. Adieu. Ciao. Gute Nacht. Was war das gerade, bitte? Bist du im Haus? Ne, wir liegen in der Leiche. Okay, ne, das sah nur so aus. Ja gut, dann loote die Sau mal. Ich glaube nicht, dass er alleine war, oder? Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ein Fulgi alleine ist sehr selten. Let's go. Versuch nochmal... Oh Gott, der macht echt einfach auf. Versuch nochmal 500 rauszugehen. Oben ist nichts. Wir können rennen, wenn ihr wollt. Okay. Ich bin nur gelb, also ich bin nicht ganz so schnell. Ja, ist nicht schlimm. Wir einfach mal weg, so vom Tatort, so, ne? Wir haben viel Lärm gemacht. Sniper-Gefahr, dies, das. Die sehen das Feuer. Ja, genau. Guter Call. Aber Jungs, ist nicht schlimm. Wir haben es geschafft und wir ziehen durch. Let's go. Ja. Ich bin das neben dir? Ja. Wir sind das beide neben dir? Ah, du hast den Tannen stehen. Du hast auf ihn geschossen, ne? Ja, mir ist auch bewusstlos. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Oh nein. Wo seid ihr, Alter? Wo ist der hin? Ich weiß nicht, ich bin... Der war hier. Hier in den Tannen. Hä? Ja, liegt er da irgendwo? Guckt schon, ich sehe nicht. Ich bleib lieber bei dir. Wir rennen hier zu zweit rum, ne? Was du dich erschreckst. Hä? Vielleicht hat's geleckt in dem Moment, ich weiß es nicht. Ja, es hat's wieder geleckt. Ja. Habt ihr ihn? Nee, nein. Hab ihn. Nee, lebt noch. Dann ist er unconscious, aber ich hab ihn safe getroffen. Da sind es zwei. Ich hab den in den Kopf. Oh! Warum treffe ich nicht, Alter? Ich bin da. Ich bin unconscious. Ich seh irgendwas. Hab ihn. Er wollte dich gerade finishen. Oh. Er wollte gerade abdrücken, Bro. Oh, ich wollte gerade abdrücken. Das war Alter, eine Millisekunde. Ich hab kein Aim heute. Ist nicht schlimm, ich treffe auch nicht immer. Er wollte gerade abdrücken, Alter. Rot blinkendes Leben, na super, ey. Aber hä? Ich hab den voll getroffen, es waren noch zwei oder nicht? Er hat mit der Armbrust auf dich geschossen, ne? Ich hab rot blinkendes Leben. Nee, da war aber noch ein BK-Schuss oder sowas. Der hat auch eine BK dabei. Ja, okay, aber ey, der eine, der runtergelaufen ist, ich hab den getroffen, Blut ist gespitzt. Hat es denn nicht gejuckt oder wie? Na, anscheinend nicht. Ach, das ist ja wirklich. Ich hab heute gar keine Ahnung, was hier los ist, ne? Ey, das ist so krank, was hier heute abgeht auf diesem Server. Ja, dann müssen wir uns irgendwie für Barrikadieren Feuer machen erstmal. Ja, dann lass es schnell abhauen, oder? Besser ist das, ey. Wir hören wieder ein bisschen laut. Donny natürlich direkt drin in der Leiche. Natürlich. Wie sich's gehört. Boah, ich dachte schon, das Straßenschild wäre der zweite. Ja, okay, dann müssen wir kurz ein Feuer hinmachen, bis du wieder full bist. Mann, jetzt gibt's nicht, Alter. Ich hab nichts gehört. Es war nur ein Zischen, ich weiß nicht von wo. Von hinten. Ich bin vorne umgefallen. 179 Meter. Das muss direkt hinter ihm gewesen sein. Au! One-Shot unconscious, Bruder. Ich sehe ihn nicht. Ich bin leider gestorben, Donny und Jense konnten aber regeln. Allerdings hat der Gegner, als er mich gekillt hat, noch irgendwie Loot stashen können von mir. Also bei mir hat auf jeden Fall der Granatlauncher gefehlt. Wir haben uns nichts Böses dabei gedacht, haben dann im nächsten Haus ein Feuer gemacht und behaltet die Information auf jeden Fall im Hinterkopf, dass der Granatlauncher gefehlt hat, währenddessen wir hier schön Feuer machen. Viel Spaß im weiteren Video. Renn raus! Sonst hätten... Wo ist die Sau?
Irgendwo hinter uns. Och komm. Der ist am roten Haus. Okay, das war fucking knapp. Donny. Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Bin ich sicher? Ja, er ist tot, ich habe ihn, Jungs. Hört ihr mich noch? Ja, unser Teamspeak spielt gerade, Freunde. Wir haben hier gerade ein Feuer gemacht und auf einmal, wir haben Granatwerfer leider verloren. Hallo, hört ihr uns noch? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ich habe ihn, Jungs. Ja, du hast ihn. Granatlaunch ja. Habe ich auch. Wahrscheinlich mal. Ne, es laggt einfach der Teamspeak. Was ist das heute? Wirklich. Das ist deiner vorhin. Das war der Killer, ne? Wo ist ne? Ist noch eine Nade? Hier oben? Ach du Kacke. Hört ihr mich? Jetzt schon, ja. Du uns auch? Ja, es laggt halt immer ja. Wieder. Okay. Jungs, ich bin wieder im Haus beim Ofen. Ich bin auch wieder da. Ich hab den Killer gekillt. Geht wieder, ne? Ja. Ja. Ey, Jungs, das ist krank. Ich hab den Granatlauncher wieder, aber ich hab halt keinen Platz mehr. Ich meine, ich könnte ihn theoretisch. Ne, auch nicht. Fuck. Ich brauche einen Rucksack. Ja, wo wusste denn, dass wir da sind? Was war das denn schon wieder? Ich weiß auch nicht, ey. Ja, Freunde, wir machen hier noch Feuer. Der Teamspeak ist komplett down so. Wir reden gerade nur noch in-game. Der Killer draußen ist dead. Ja, also aber ich glaube, ich würde jetzt auch langsam Schluss machen, ne? Ja, und darum wird es Zeit für einen kleinen Cut, ja, Freunde. Ja, ist halb zwei, ne? Weil es schon halb zwei Uhr morgens, wie ihr gerade mitbekommen habt. Der Teamspeak ist die ganze Zeit am Abkacken. Wir machen hier einen kleinen Cut und gehen das Abenteuer gleich weiter. Let's fucking go. Und guck mal, welche Jacke ich anhab. Ich hab noch zwei. Also wow. 26. Aber Jungs, dann lass uns wirklich... Wir haben so viel Stuff und lass uns wirklich eine Base aufmachen jetzt. Ja. Weil das wäre viel zu ärgerlich, wenn wir jetzt irgendwo hinrennen und ja. Einfach nur sterben. Einfach nur sterben. Dann werden wir uns aufsuchen, eine Base, und dann gehen wir da rein einfach. Ja, sicher. Gute Idee. Ist doch egal. Das ist ein Tor nur, nehme ich an. Ja, ist ein Tor. Aber ich glaube, ist das Auto drin, ne? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Keine Ahnung, ja, gut, dann ist aber außenrum noch was anderes. Ich kann auch kein Deutsch mehr. Kombinationsschloss 4. Kann man da irgendwie durchlugen? Vielleicht ist es auch leer, ne? Ich glaube nicht, dass du da durchgucken kannst. Doch, kann ich, Mann. Aber theoretisch, wenn du dich auch da hinsetzt, vorne könntest, warte mal, dann oben drauf gehen und durchgucken halt, ne? Ja, guck mal rein. Steig mal auf Coxy. Ich geh mal eben ins Medic, ne? Ich brauche ja noch Verbände. Ich seh irgendwas, aber ich kann's nicht. Ich seh gar nichts. Ich seh auch gar nichts. Nee, ich seh auch gar nichts. Bis oben hin zu. Nee. Sieht man nichts. Doch, reingucken kann ich. Aber da steht nichts drin. Da ist echt nichts drin. Oh. Nee, da komm, dann lass mal irgendwas anderes nehmen. Also das. Nee, das ist gar nichts, das ist leer. Da ist irgendwas. Hier. Wo? Ah, nee, diese Pflanze. Da ist leer, ja, da ist nichts drin, Bruder. Ja, komm, lass mal. Freunde, wir raiden hier gerade eine kleine Base hier in der Kirche. Aber ich weiß ja nicht, ob sie das rentiert, bin ich ehrlich. Wir sind auf jeden Fall sehr laut, ne? Die Schüsse sind auch lauter als sonst irgendwie. Kann das sein? Maybe. Ist das crazy. Ich könnte jetzt auch mal eine 20er Salbe rein. Wenn ihr wollt, Jungs. Nee? Okay. Alles drauf, was. Ja. So schneller auf ist, desto besser. Okay, ich will euch nicht töten, so ich hab Angst, ihr steht sehr nah beieinander. Warte, ich mach Salbe. Oh je, die Waffe klemmt schon perfekt. Perfekt, Junge.
Stell dir vor, es ist eine PvP-Situation. Da ist auf, offen. Oh, cool. Nice. Dann würde ich sagen. Kannst du aufmachen. Achso, stimmt, das ist ja Vanilla. Man kann ja einfach das Tür dort dann öffnen. Vanilla, Barilla. Was haben wir hier? Oh. Hey, wow. Okay. Hey, das ist gut für so eine kleine Base. Boah, sehr viele Nägel. Ich will auch. Lass mal die Tür zumachen hier. Ja, wie sie geiern alle. Das ist crazy. Das baue ich direkt, das baue ich direkt, das baue ich direkt. Ey, das hat sich echt. Also, wir haben nicht viel. Oh, Glühkerze für den Bunker. Ja, Glühkerze haben wir also noch dabei. Verlust haben wir schon ein bisschen gemacht. Also. Ja, aber es ist nicht so schlimm, glaube ich. Nee, es ist okay. Hauptsache Base Rate, scheiß drauf. Sehr wichtig, Jungs. Leder-Reparaturset. Ja, habe ich auch gerade eins. Also, für eine Tür ist schon okay, das Loot. Ist halt nicht. Ja, ist halt nicht so krass viel, ne? Aber. Ja. Ist ja nicht die letzte Base, die wir raiden. Ja, wir müssen jetzt gucken. Also, wer ist das? Ob wir jetzt nur aufkriegen, ne? Wir haben uns so ein bisschen aufgewärmt einfach. Ja, ich habe jetzt aber ja nochmal eine Explosivgranate gefunden. Ja. Ey, Jungs, guck mal, wie viele Nägel da drin hat. Ja, das ist ja crazy. Ja, das Frage ist an, was fehlt denn, dass er hier nicht ausgebaut hat? Codelock oder? Nee, hat er doch. Genug. Wieso baut er denn nicht aus? Keine Ahnung. Maybe inaktiv wieder. Naja. Oder ist gerade angefangen. Oder das. Das nehme ich auch mal mit. Ja, es war okay, ne? So. Es hätte krasser sein können, aber für Vanilla Base Rate. Lützi? Ist halt Vanilla Base Rate. Lützi? Auf jeden Fall gut. Komm mal her. Was ist los, Bro? Hier, für dich. Oh, danke, war cool. Ja, dann sortieren wir ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen nach. Dann geht's weiter. Ja, gut, jetzt hier weiter, Männers kommt. MD Tür? Oh, warte mal, Jens, du leckst gerade. Oh, Jens leckt, ja. Was ist da denn los? Warte mal, ich gucke mal die andere Seite mit hier. Na, let's go. Der nächste sieht gut aus, komm. Let's go, Jungs. Wir waren ziemlich laut, aber wir ziehen weiter auf süß. Base Raid! Base Raid, Baby! Oh, sein nächstes Ziel zu verballern. Sehe ich da eine Wand. Oh, das sieht dick aus, aber. Oben ist auch die Fenster zugebaut und so. Die ist dicker, oh, ja. Ja, ist dann dick. Da müssen wir rein. Wie weit man da. Freunde der Sonne, ich weiß, es ist ein harter Cliffhanger, ein harter Cut. In der nächsten Folge werden wir diese große Base da mal zur Brust nehmen. Ob uns das gelingt, was uns da erwartet, was dafür. Nun ja, das ein oder andere abgehen wird, das erfahrt dann in der nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall wieder ein und lasst ein kostenloses Abonnement da, um das nicht zu verpassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben, Freunde. Ihr wisst, das unterstützt den Kanal sehr. Ich blende euch hier auch nochmal die Jungs und Mädels ein, die sogar kostenpflichtig den Kanal abonniert haben. Danke, Jungs und Mädels. Diese Videos sind alle in einem Livestream entstanden auf Twitch, Freunde. Da heiße ich LuciYT. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr da mal live dabei sein möchtet. So eine Aufnahmesession geht da meist so 6, 7, 8 Stunden. Ja gut, 8 Stunden jetzt nicht, eher 6 Stunden. Aber ihr wisst, was ich meine. Würde mich freuen, euch mal im Chat begrüßen zu dürfen. Ansonsten, Freunde, bis zum nächsten Video. Oder im Livestream. Alle Social Media Links in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke für eure Zeit. Euer Luci und ciao.